So, hallo und willkommen zu meinem Livestream, aber leider ist gerade nur Mibi da. Was heißt da nur? Schön, dass du da bist, Mibi. Freut mich sehr. Ja, es wird wohl heute eine kleinere Runde werden, weil Beino ist krank. Meirat hat sich auch abgemeldet, ich glaube wegen Arbeit oder so. Und Leinael kann vielleicht auch nicht. Und wo der ganze Rest ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, die kommen sicher bald noch. Ich hoffe, dir geht's gut, Mibi. Wir hatten ja die letzten Tage nicht wirklich viel Kontakt. Ich öffne schon mal mein Eistee und trinke etwas. Lecker. Ah, Urlaub ist immer schön, ja. Schön, dass dir gut geht. Freut mich sehr. Ja, also heute gucken wir uns wieder ein Kapitel von Star Wars an. Und zwar Kapitel, was ist das nochmal? Kapitel 8. Endzeit. Ah, das wusste ich nicht, Mibi. Davon hat sie mir nichts erzählt. Ja, freut mich. Schön, schön. Wunderbar. Ah, selbstgemachte Pizza ist natürlich immer lecker. Ja. Wie hast du deine Pizza belegt? Also ich esse eigentlich immer nur Pizza Hawaii. Mit viel Ananas und Schinken. Mag ich am liebsten. Ah, und da kommt noch Atro. Willkommen im Livestream, Atro. Nicht wundern, es wird heute wohl eine kleinere Runde sein bei den Zuschauern. Es haben sich einige abgemeldet. Ah, Salami ist auch lecker. Salami und Pilze mag ich auch sehr. Ja, ich locke mal ein. Paprika mag ich nicht so auf der Pizza. Wenn dann lieber Oregano oder so. Wie geht's dir, Atro? Bei dir auch alles in Ordnung? So. Wow, 13.000 hat die mich gerade geheilt. Mega viel. Nicht schlecht. Ja, freut mich, dass bei dir alles fein ist. Gut, auch wenn wir jetzt nicht so viele sind, ich starte jetzt einfach mal das 8. Kapitel. Diejenigen, die das halt verpassen müssen, hat dann auf YouTube gucken. Aber wir können ja jetzt nicht ewig warten, bis mehr Leute da sind, weil sonst langweilt ihr euch ja. Und das möchte ich nicht.
Wer nicht da ist, ist selber schuld. Ja, aber wie gesagt, eben heute haben sich einige abgemeldet, unter anderem Beuno, der ja krank ist, Mayrat, die arbeiten muss, und Leinael hat gesagt, sie kann nur vielleicht. Von daher, naja. Aber kommt ja selten vor, dass wir nur so wenige Leute sind im Livestream. Meistens sind es ja mehr. Anwesenheitsliste angekreuzt. Ja. Mibi und Atro, ihr seid auf der Anwesenheitsliste. So, also. Ich glaube, es kommt ein Intro-Video. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Und bis gleich. Endzeit-Story. Ah ja, Odessen wird ja angegriffen. Genau. Da haben wir ja letztens aufgehört, letzte Woche. Ich bin gespannt. Punkte. Was für Punkte, Mibi? Ah, auf der linken Seite. Ah, du meinst diese Kupferpunkte. Ja, glaub Kupfer ist das. Ja, Kupferpunkte da. Meinst du die? Man kann ja die Kapitel in verschiedene Schwierigkeitsgrade spielen. Und je nach Farbe dieser Punkte bedeutet es einen anderen Schwierigkeitsgrad. Kupfer ist, glaube ich, die Story. Und da gibt es, glaube ich, noch Silber und sonst noch was. Keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade, mit denen man die Kapitel spielen kann. Kapitel 8, Endzeit. Wir sind Sieht wieder aus, in als hätte Valen ihre ganze Flotte geschickt. Wo ist die Gravestone? Odessen, ich brauche einen Statusbericht, sofort. Valen hat uns mit heruntergelassenen Hosen erwischt. Ich installiere immer noch die neuen Verbesserungen. Es wird ein paar Minuten dauern, bis wir starten können. Die Bodeneinheiten halten die Stellung, bis die Gravestone bereit ist. Aber wir sind in der Unterzahl und waffenmäßig unterlegen. Ich glaube, es gibt auch bessere Belohnung, wenn man schwieriger macht. Wenn ich mich nicht. Ich habe noch nie mit schwieriger gemacht. Soldaten sind entbehrlich, aber die Gravestone muss um jeden Preis beschützt werden. Ohne sie können wir den Krieg nicht gewinnen. Ihr und Lana könnt den Angriff anführen. Ich richte mehr Schaden an, wenn ich mich hinter die feindlichen Linien schleiche. Ich hatte ausdrücklich befohlen, dass dieser Kampf schnell zu Ende sein soll. Die Allianz leistet unerwarteten Widerstand. Wir haben immer noch die Oberhand, aber der Sieg wird uns viel kosten. Dann zahlt den Preis. Der Fremdling und Vater sind hier. Ich werde Odessen mit ihrem Blut tränken. Hier, das wird helfen. So, da sind wir auf Odessen. Wir sind ein wenig außerhalb gelandet. What the fuck, ey. Die ganze Flotte ist da, ey. Scheiße, Mann. Guckt euch das mal an. Das sieht aber saugeil aus.
Okay. Fertig für uns. Los geht's. Hihihi. Mippy hat Glied gesagt. Okay, wir müssen. Hier sind die Basis. Wir könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. Vielleicht können wir etwas finden, um eine Schneise durch diesen Kampf zu schlagen. So muss ich. Jetzt werde ich fast falsch gegangen, ne? Karte, was habe ich für Fähigkeit? Selbstreparatur. Waffe aufladen, schwere Kanone, schwere Stampfen. Okay. Überladene Kanone. Hallo Kirgon, schön, dass du da bist, mein Freund. Gerechtigkeit für Valkurion! What the fuck? Also fass du dich rund, dass wieso nur so wenige da sind. Und Odessen wird angegriffen von Veiling. Sind hier gerade auf Odessen und
marschieren Richtung unserer Basis. Ich werde nicht scheitern! Genau. Dann zum Schluss haben wir erfahren, dass Odessen angegriffen wird. Wir sind hier auf Odessen. Ihr werdet bestraft! Aufladen lassen. So. Ich werde nicht scheitern. Oh. Feindliche Verstärkung nähert sich von Westen. Ich kann auch nicht gesehen.
auch. Einfach lecker. Wie ist das eigentlich mit dem Spielsound und dem Mikrofon? Ich glaube, das Mikrofon ist etwas zu laut, oder? Ich glaube, der Ton ist auch zu laut, glaube ich. Warte mal, ich muss, glaube ich, ihn etwas zurückstellen. So, ich glaube, so ist der Ton jetzt besser von dem Endgame-Sound. Ich glaube, bei euch war etwas zu laut, glaube ich. Das Mikrofon. Oh, Leinar kann ja doch kommen. Willkommen im Livestream, Leinar. Du hast noch nicht viel verpasst. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Mikrofon ist. Ich glaube, es ist etwas zu laut, das Mikrofon, oder? Ah, ja, ich hatte den Spielsound zu laut. Entschuldigt. Einfach das nächste Mal etwas sagen, wenn etwas nicht stimmt. Ich habe bei OBS vergessen, etwas leiser zu stellen. Weil bei Mass Effect 3 muss ich lauter stellen, weil Mass Effect 3 etwas leiser ist. Und Star Wars hier ist etwas lauter. Statusbericht. Mandalorianische Verstärkung ist auf dem Weg zu Baywan. Baywans Truppen haben das Schiff beschützt. Was ist passiert? Sie halten immer noch die Stellung. Aber sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Meine Schüler und ich wollten die Gravestone verteidigen. Die feindliche Artillerie hat unseren Fortschritt verlangsamt. Ich kümmere mich darum. Ogurop hat mir ein paar Spielzeuge gegeben, um ihre großen Kanonen auszuschalten. Hat Ogurop noch mehr Spielereien auf Lager, die wir gebrauchen könnten? Die Truppen haben schon alles bekommen. Jetzt ist er damit beschäftigt, die Basis zu sichern. Den Feind von seinen Forschungen fernzuhalten. Aber macht euch keinen Kopf. Ich habe alles, was ich brauche, um Valens Artillerie zu zerschmettern. Wenn wir den Feind hinterrücks angreifen, könnten wir der Gravestone etwas Zeit verschaffen. Dann machen wir das doch. Ist bei euch jetzt das Sound gut, also vom Mikrofon und der Spielsound. Ich kann sonst noch etwas einstellen, das ist kein Problem. Einfach melden. So, jetzt müssen wir hier zu Fuß weiter. Und ich hoffe, dir geht's gut, Lena. Es freut mich sehr, dass du doch kommen kannst. Let's go.
Assis an. Weiter geht's. Wir nähern uns langsam den Basen. Ui, Entschuldigung. Danke, Kirchhoff. Muss ich da entlang? Ah, da. Beeilung! Wir dürfen die Gravestone nicht verlieren. Komm auch mal. Hätte schlimmer kommen können. Weiß zwar nicht wie, aber hätte es bestimmt. Okay, das ist eine neue Nebenmission. Wir sollen 8 Verbündete finden. Okay. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Auf jeden Fall haben wir eine Menge zu tun. Danke, Atro. Überall. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin dran. Habe Sichtkontakt zu Gravestone. Ist gesichert, Commander. Vorerst. Da kommt noch eine Welle. Theron, könnt ihr die Position halten? Nicht mehr lange. Wir brauchen Verstärkung. Wir dürfen die Gravestone nicht verlieren. Wir sind unterwegs. So, ich glaube, wir sollten uns ein wenig beeilen. Thank you.
recht, Kirgon. Sie können die Gravestone nicht viel länger halten. Kommt schon. Sehen Sie schon, hier ist die Rampe. Wartet noch ein wenig durch. Er ist nicht tot, was soll die Scheiße jetzt? Mist. Das ist natürlich jetzt doof. Ah, oh, jetzt hat's geklappt. Nee, es hat sich zurückgestellt. Mist. Okay. Dass ihr bei der Party dabei seid. Ich habe wohl etwas zu viele Einladungen losgeschickt.
Euch am Leben zu halten, wird immer mehr zu einer Vollzeitbeschäftigung. Dann macht euch schon mal bereit, ein paar Überstunden zu leisten. Kampfläufer nähern sich. Zu viele. Dank mir ist die Gravestone besser, als sie es je war. Ja, genau. Die ewige Flotte hat die Gravestone vorher schon gefürchtet. Aber jetzt erwartet sie eine richtig üble Überraschung. Wir sind immer noch schwer in der Unterzahl. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Die Gravestone kann diese Schlacht nicht ganz alleine entscheiden. Valen hat euch persönlich ins Visier genommen, Commander. Wenn ihr auftaucht, lockt ihr sie vielleicht runter zur Oberfläche. Wenn sie es wagt, sich zu zeigen, sorge ich dafür, dass sie hier begraben wird. Unterschätzt sie nicht. Valen ist noch stärker als das letzte Mal, als ihr gegen sie gekämpft habt. Theron und ich werden euch begleiten. Hoffentlich können wir sie ablenken, sodass ihr nahe genug herankommt, um dieser Sache ein Ende zu setzen. Bevor sie uns ein Ende setzt. Uns doch nicht. Ich öffne jetzt gerade noch kurz ein Laugenbrett mit Butter. Kämpfen macht hungrig. Oh. Hier sehen wir schon wieder. Okay. Auszuteilen ist Belohnung genug. Personenabwehrrakete haben wir bekommen. Sehr schön. 4 Stück. EMP-Granate. Oh, EMP-Granate. Sehr schön, das können die wirklich gebrauchen. Overwatch, schafft neues Spielzeug für die Truppen heran. Heizen wir den Feind ein. Wir haben 12 EMP-Granaten bekommen. 12 Stück. Da sind wir gut gegen Maschinen ausgerüstet.
das auch nicht passiert. Wow, eine Menge. Wow, was soll denn dieser Mist, ey? Ja, geh doch schon rein, Mann. So geht er jetzt nicht rein. Das soll schon Witz sein. Er geht nicht rein, was soll die Scheiße? Mist, ey. Jetzt wollte ich es elegant machen, aber was soll's. Jetzt hat gerade etwas geleckt. Naja, was soll's. Die Gravestone ist zum Kampf dazugestoßen. Aber unsere Flotte ist so groß, dass der Sieg unausweichlich ist. Brennt Odessen nieder und bringt mir die Asche. Ich will sie für meinen Garten. Vaters Schoßhündchen. Ich habe gerade über euch gesprochen. Wie viele eurer Handlanger muss ich noch abschlachten? Kommt hier runter und gebt mir eine Herausforderung. Oh, das habe ich vor. Nun, da ich Vaters Ketten gebrochen habe, könnte ich euch in einem Augenblick vernichten. Aber das wäre zu einfach. Ich werde eure Freunde zerfleischen und eure kostbare Allianz zermalmen. Wenn ich mich dann endlich euch zuwende, werdet ihr darum betteln, dass ich euer Leiden beende. Ich habe keine Freunde. Ihr habt euer Gesicht verloren, als ich euch die Feier auf Sakul verdorben habe. Wenn ihr euren Ruf wiederherstellen wollt, kämpft gegen mich und benehmt euch nicht weiter wie ein Kind. Das werdet ihr bereuen. Ja, weil ihr meine Tochter hat euren Köder geschluckt. Wir sollten besser ein paar der feindlichen Truppen loswerden, bevor Valin auftaucht. Ah, jetzt können wir einsteigen. Mist. Ich kann nicht aussteigen. Mist. Das wäre ein Klaus, Mann. Och, Mensch. Kylo. Weiter so. Ah ja, was soll's? Ich habe. Ist ja eh nur blau. Von daher. Wer ist das hier? Kaisen Fest. Aber so, es war ja eh nur blau. Nicht so tragisch.
führt unsere Machtanwender in einem Gegenangriff auf die feindliche Flanke an. Aufhören, es sind kein Feind mehr da. Munitionverschwendung, Arschloch. Facepalm. Wow. Hallo Tunwil, willkommen im Livestream, schön, dass du da bist. Valen wird bald hier sein. Ich will die aktuellsten Statusberichte. Ich habe, wie versprochen, diese Artilleriekanonen zerlegt. Sie waren wohl nicht besonders froh darüber. Sie haben mich ziemlich festgenagelt. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird es nicht die einzige, die in Schwierigkeiten steckt? Ein feindlicher Hinterhalt hat uns isoliert. Ich bin als einziger übrig. Die Stellung wird jeden Moment überrannt. Tja, also ich habe noch ungefähr 2 Minuten, bis sie mich wie einen Käfer zerquetschen. Selbst ihr könnt nicht jeden retten, Fremdling. Indem ihr wählt, wer leben soll, entscheidet ihr auch, wer stirbt. Seid ihr bereit, diese Bürde zu tragen? Oh Mann, nein. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir Welt retten oder Torian. Oh. Also ich möchte eigentlich Wett retten, weil die, sie bedeutet mir ehrlich gesagt mehr. Weil ich habe sie schon so lange als Begleiterin. Ich möchte sie eigentlich nicht missen. Torian ist zwar ein cooler Mandalorianer, aber ich habe zu ihm persönlich nicht so einen Bezug. Ich glaube, ich rette Wett. Ich rette Wett. Wett, wir kommen und helfen dir. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich mal so gehen würde. Du schaffst das. Du bist ein Mandalorianer, Mann. Ich habe noch nie einen Mandalorianer gesehen, der sich vor dem Kampf drückt. Du kannst dir einen Weg freikämpfen. Ich habe genug Schlachten gesehen, um zu wissen, wie die Chancen stehen. Gewinnt einfach diesen Krieg, damit mein Leben eine Bedeutung hatte. Bewegung!
Vett braucht unsere Hilfe. Jetzt sollte es besser werden. Verbündet im Kampf hielt. Okay, wir retten ab zuerst weg. Vielleicht schafft es Torian ja doch noch. Aber ich denke ja nicht. Egal. Hauptsache wir überleben. Das ist das Wichtigste. Weiter. Vett braucht unsere Hilfe. Sie ist ein tapferes Mädchen. Wir werden sie nicht im Stich lassen. Hört auf, so geschwollen dahin zu reden. Komm, ich habe das Kotzen. Ich bin leckt gerade. Hier, das wird helfen. Das dauert zu lang. Vett kann nicht ewig durchhalten. Vett ist härter als die Angst. Sie wird sich durchbeißen. Oh, da war kein Problem, diese Elite geht. Bist du verletzt? Ich bin etwas durchgeschüttelt, aber ich komme schon durch. Ehrlich gesagt hatte ich mich doch langsam gefragt, ob ihr es noch schafft. Zweifle nie wieder an mir. Niemand ist stark genug, um mich aufzuhalten. Vergiss das nie. Als ob ich das vergessen könnte. Was ist mit Torian? Torian, hörst du mich? Wir kommen jetzt zu dir. Ihr hört euch wieder, Fremdling. Ich habe euer mandalorianisches Schlüsselchen gefunden. Jetzt gehört er mir. Glaubt ihr wirklich, dass ich euch in Ruhe lasse, nur weil ihr ihn als Geisel genommen habt? Nein. Ich hoffe, dass ihr nun zu mir kommt. Ihr habt, was ihr wolltet. Ich bin auf das. Beenden wir es. Ich warte schon so lange darauf, euch endlich zu töten. Dieser Ehrgeiz.
Ich habe Vaters Ketten gebrochen. Und nun werde ich auch euch brechen. Ich schicke euch die Koordinaten. Wir treffen uns dort. Mir ist irgendwie schwindelig. Ich bleibe hier und erhole mich, während ihr Valen so kräftig in den Hintern tretet, dass sie wieder auf Sakul landet. So, wir müssen hier entlang. Okay, dann los. Es geht gegen Valen. So, und Tunwil, wie geht's dir? Bei dir auch alles in Ordnung wie beim Rest? Die Feinde gehen wir gerade mal, die sind ja eh zu schwach. So, da oben ist unsere Basis. Wir nähern uns unserer Basis. Wird überrannt. Schickt Truppen los, um ihren Rückzug zu sichern. Also nicht irgendwo. Gar nicht gesehen, ne? Komisch. Alsex wird euch holen! Ja, Tunwil ist irgendwie... Das ist euer Ende! Oh, jetzt sind wir im Panzer. Gespräche mitten im Krieg. Bündet im Kampf, okay. Sarah Rays Truppen werden zurückgedrängt. Verstärkung ist unterwegs zu ihr. Lainal bekommt wieder Ausarrest, genau, Mibi. Yeah.
Nur Tote kämpfen fair. Nebenmission haben wir geschafft. Was gab's da? Ein tragbares Raketengeschütz. 3 Stück. Nein, nicht 3 Stück, 1 Stück. Und lang hier entlang. Weiter geht's. Ich hatte schon angefangen, mich zu langweilen. Und wenn ich mich langweile, verlieren Gefangene gerne mal Arme oder Beine. Es ist egal, was mit mir geschieht, Commander. Ihr müsst sie besiegen. Ich will mit Vater sprechen. Verneige dich vor dem Drachen von Sakul. Erbärmlich. Diese Worte haben keine Macht mehr über mich. Was hat Vater nur in euch gesehen? Dachte er wirklich, dass ihr mir den Thron nehmen könntet? Du bist des Throns nicht würdig. Du bist nicht fähig, über das ewige Imperium zu herrschen. Ich habe es mehr verdient als deine neue Marionette. Sie hat ihm das Genick gebrochen. Er kann nicht mal seine eigenen Leute beschützen. Vor das Genick gebrochen. Glaubt ihr wirklich, ihr könntet mich dadurch erschüttern, dass ihr einen hilflosen Handlanger von mir tötet? Nein. Aber euch zu töten, wird eure Anhänger erschüttern. Es gibt nur einen Weg, Velin aufzuhalten. Ihr wisst, was zu tun ist. Selbst Valkorion hat Angst, mir gegenüberzutreten. Jetzt, da meine Ketten gebrochen sind. Aber wir nicht. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte, bevor ich euer erbärmliches Leben beende? Genug geredet. Sie hat ihm einfach das Genick gebrochen, Mann. Zeit zu sterben, Vater. Ihr Fall wird Odessen brennen. Meine volle Macht ist entfesselt. Es leckt schon wieder, Mann. So leckt das heute. Oh, warte, Mann. So, jetzt lebt nur noch Baby. Für eine Marionette kämpft ihr richtig gut. Sobald ihr fallt, wird Odessen brennen. Kämpft ihr richtig gut. Ach,
wird Odessen brennen. Meine volle Macht ist entfesselt. Oh, meine Hand, ey. Es ist noch nicht vorbei. Selbst jetzt noch bleibt meine Tochter eine Bedrohung. Oh, Vater, du kennst mich so gut. Ich habe keine Macht mehr über Wähle. Nur ihr seid stark genug, dies zu beenden. Der ewige Thron gehört mir! Der Thron braucht einen stärkeren Herrscher. Jemanden wie mich. Wow. Sie ist tot. Die ewige Flotte hat sich gerade einfach so aus dem Staub gemacht. Die ganze Flotte! Die feindlichen Linien sind gebrochen. Sie geben auf. Sie ergeben sich zu Tausenden. Ohne Valen als Anführerin fehlt ihren Truppen der Wille zum Kampf. Wir haben es geschafft. Wir haben gesiegt. Noch nicht. Es ist erst vorbei, wenn ich auf dem ewigen Thron sitze. Okay, wir sollen mit den Allianzmitgliedern sprechen. Wir haben Valen besiegt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Taurian tot ist. Hör auf zu heulen. Schwach war er nicht. Es war seine Pflicht. Er war ein Soldat. Soldaten sterben im Krieg. Wir können trotzdem sein Andenken in Ehren halten. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Wir müssen über Valens Tod sprechen. Ihre Lebenskraft ist in euch geflossen, als ihr sie niedergestreckt habt. Genau wie bei Arkan. Valen war schwach. Sie hat diese Kraft nicht verdient. Also habe ich sie mir genommen. Alles andere spielt keine Rolle. Vielleicht, aber ich traue Valkorion nicht. Ich fürchte, dass er irgendwas plant. Seid vorsichtig. Commander, ich empfange einen dringenden Notruf von Kaiserin Asina. Drom und Kras wird angegriffen. Die ewige Flotte bombardiert uns vom Orbit aus. Wir lassen unsere Verbündeten nicht im Stich. Ich schicke unsere Flotte los, Kaiserin. Mit der Gravestone an der Spitze. Es sind nicht nur die Sith, die angegriffen werden, Commander. Ich empfange dringende Notsignale von Coruscant und den anderen Kernwelten. What the fuck? Wir wissen, dass der Befehl nicht von Valen kam. Die Gemini-Captains müssen abtrünnig geworden sein. Das ist noch nicht alles. Es gehen Notrufe von Sakul ein. Die ewige Flotte hat eine Blockade errichtet. Sie bomben alles nieder. Wow. Das betrifft uns alles nicht. Soll die ewige Flotte unsere Feinde vernichten? Wir kümmern uns dann um den Rest. Ihr könnt das nicht ignorieren. Der ewige Thron ist leer. Ohne Führung widmet sich die Flotte wieder ihrer primären Funktion: Auslöschung. Wenn ihr niemand Einhalt gebietet, wird die Flotte alles Leben in der Galaxis vernichten. Es gibt nur einen Weg, sie aufzuhalten. Steigt auf den ewigen Thron und erfüllt euer Schicksal.
Mach die Gravestone bereit. Wir reisen nach Sakul. Yo. Ich glaube, das war das 8. Kapitel jetzt. Jo, das war das 8. Kapitel. Wir bekommen 31.000 Credits, 480 Kommandopunkte, 234 schöne dunkle Seitenpunkte. Okay, und Einfluss. Okay, ich brauche das Züchtiger. So. Kommandorang erhöht auf 3. Ich weiß nicht mal, was man da machen kann. Kommandokiste. Ich weiß nicht mal, für was diese gut sind. Okay. Wow. Kommandotoken. Okay. Beanspruchen mal alles, würde ich sagen. So. Jetzt mal gucken. Jo, die Hose ist besser. Was ist das? Das ist der Kopf. Moment mal. Doch besser. Das hier ist für den Heiler. Das nehme ich mal nicht. Das Schnelligkeitswert für den Heiler will ich nicht. Das ist leer. Das ist auch leer. Was ist das denn? Ein Ruf. Oh. Das ist besser. Mehr Beherrschung, mehr Ausdauer, mehr Angriff, mehr kritischer Wert. Wird ausgetauscht. Gormak Energiezelle, Ruftrophäe für die Voss. Nutzen wir mal. So, okay. Ich habe keine Ahnung, für was diese Kommandotoken sind. Irgendwo muss es einen Händler geben. Aber egal. Ja, das nächste Kapitel ist Kapitel 9, der ewige Thron. Aber das Kapitel werden wir erst, nächste Woche spielen. Für heute ist es erstmal aus mit Star Wars. So. Also ich werde jetzt kurz den Livestream beenden und dann geht es los mit Mass Effect 3. Also bis gleich, Leute.